Hallo Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute zum neuen Teamgeist einladen. Heute ist das Thema Hochzeitskarte und ich habe ganz, ganz wunderschöne, ganz, ganz viele tolle Karten für euch als Inspiration. Vielleicht findet ihr ja was, was ihr gerne nachbasteln wollt oder auch manchmal findet man so kleine Details, die einem toll gefallen und die man vielleicht für seine nächste Karte benutzen möchte. Genau. Und los geht's. Ich zeige euch zuerst mal meine Idee. Dazu wird es auch eine Anleitungskarte geben, ein Anleitungsvideo. Wenn es schon online ist, verlinke ich es euch hier oben unter dem weißen i. Ansonsten kommt es nächste Woche oder übernächste Woche. Ich bin gerade nicht ganz genau im Zeitplan. Aber diese Karte ist ganz cool, denn die kann man eigentlich auch als Mini-Album benutzen. Ich drehe die mal so rüber. Und man hat dann hier, also man hat hier so kleine Laschen, dann kann man das so aufklappen und könnte hier zum Beispiel auch, finde ich, ganz cool Fotos unterbringen, ein bisschen Text und hinten natürlich auch. Also das kann man hinten auch noch mit Designerpapier bekleben oder eben hier noch ein Foto unterbringen. Finde ich ganz cool, finde es zum Beispiel auch toll für eine standesamtliche Hochzeit. Das ist jetzt die Rückseite, die Vorderseite nah. Hier sind ein bisschen ältere Sprüche drauf mit älteren Sets. Für eine standesamtliche Hochzeit finde ich es auch ganz cool, weil man da zum Beispiel dann eben nicht, vielleicht nicht ganz so viele Bilder hat oder eben ein paar Schnappschüsse ganz gut unterbringen kann. Und ist vielleicht auch ein schönes Geschenk, das man eben gleichzeitig auch als Karte benutzen kann und hinten dann zum Beispiel die Grüße unterbringt. Also habt ihr es gesehen, das geht hier mit dieser coolen Drehtechnik dann auf und zu. Ist halt wieder eine besondere Kartenform. Gefällt mir immer besonders gut. Genau, wie gesagt, Anleitung kommt und jetzt geht's los mit den wunderbaren Karten von meinen Teenies. Und zwar habe ich heute wirklich viele Karten, also deswegen versuche ich es ein bisschen schneller zu machen als sonst. Die ersten beiden Karten sind von der lieben Heike und die sind schon mal total cool. Also diese Karte ist, finde ich persönlich, echt eine mega coole Idee mit diesem Garn. Sehr schlicht und edel. Könnte man auch super, finde ich, auch zur Silberhochzeit verwenden, also mit diesem Silberdraht. Und ich halte euch mal kurz die Heike ins Bild, wie ihr sie findet. Finde ich total cool, wenn man was ganz Schlichtes sucht. Es gibt ja auch Paare, die vielleicht was ganz Schlichtes brauchen und dafür finde ich diese Karte wirklich wunderschön. Ein bisschen glitzy durch das Garn und durch die Perlen. Also sehr edel und sehr schön und alles schön in schlicht in weiß gehalten. Finde ich eine ganz coole Idee und ist auch eine sehr einfache Karte. Also man braucht ja manchmal ganz dringend noch eine schnelle Karte. Also vielleicht ist das auch eine super Idee dafür. Und die zweite Karte ist eine Karte, die auch wunderschön funkelt und glitzert und auch sehr zart ist. Hier vorne, ich hoffe, ihr seht es gut, ist noch ein Pergamentpapier, das so beschriftet ist, so ein bisschen mit Text. Das macht es nochmal ganz besonders schön edel. Hier vorne noch ein kleines Schleifchen, Pärchen. Ein schöner Spruch, ausgestanzt mit den Blüten. Im Hintergrund ist auch noch ein bisschen Garn, wenn ihr das seht. Und durch diese Glitzerblüten wirkt es auch nochmal ganz, ganz elegant und richtig cool. Also auch eine einfache Karte, die man schnell machen kann, aber die wunderschön ist und die auch einen ganz besonderen, die sehr, sehr edel wirkt. Also die ist sehr, sehr edel, die Karte. Vielen, vielen lieben Dank, Heike. Gefällt mir richtig gut. Ersten Inspirationen. Auch eine schöne Karte, die ich bekommen habe mit so süßen Grüßen. Dann nehme ich gleich mal die nächste Karte. Die ist von der lieben Steffi. Steffi findet ihr hier, Stempelhorizont auf Instagram. Hier unten ist die Materialliste, was sie verwendet hat. Und die Karte ist auch wunderschön. Oh, schaut euch das mal an. Ich finde die Farben total toll. Ich mag das sehr gerne, wenn das so schlicht weiß ist. Und in Kombination mit dem Celadon, das so ein bisschen im Hintergrund gestempelt ist und auch hier gemattet ist, finde ich das total klasse. Also es ist wieder sehr viel Stanzarbeit, die hier drin steckt. Ein bisschen gestempelt im Hintergrund. Auch vielleicht sieht man das, ja, die Punkte im Hintergrund so ein bisschen mit Glitzy, so Glitzersprenkelchen. Ich versuche das jetzt mal nah ranzuhalten und einmal von oben nach unten so durchzugehen. Ein paar Glitzersteinchen auf die Blüten verteilt. Also eine wunderschöne Karte. Ganz toll. Sehr edle, schlicht, sehr aufwendig natürlich durch die ganzen Stanzteile. Cool, auch viele verschiedene Stanzteile kombiniert und
mit Zweigen und Blumen, also ganz toll, gefällt mir richtig gut. Eine ganz coole Karte und eine ganz tolle Farbkombination. Ich hoffe, sie kommt in der Kamera so raus. So, wenn man sie von vorne so hinhält, sieht man es nicht gut. Aber hier von der Seite sieht man, wie schön das alles ist, hier so diagonal über die Karte verläuft. Super tolle Karte. Vielen Dank, liebe Steffi. Die nächste, der nächste Stapel ist von der lieben Barbara. Ich habe auch eine kleine Teebeutelverpackung bekommen. Das finde ich auch sehr witzig. Man kann vorne und hinten einfach einen Teebeutel reinmachen. Und da kommen wieder zwei wunderschöne Karten auch. Die Barbara hat natürlich auch wieder die Kuverte dazu gebastelt. Die passen hier perfekt. Das ist ein bisschen festerer Farbkarton. Das ist immer ganz gut für Kuverte. Hier sogar nochmal geprägt. Mensch, oh, immer diese schönen Details. Das ist toll. Hier ist auch ein kleines Kuvert, auch im Hintergrund noch geprägt. Das ist ja mega edel. Und das kann man einfach benutzen, um da Geld unterzubringen. Also so ein kleines Kuvert. Ein ganz toller Verschluss, finde ich, mit einer dieser schmalen Etikettstanze, seht ihr die? Und die zwei Herzen, die das so festhalten. Also kann man super nutzen, um da noch Geld unterzubringen. Und hier mit den Herzen ausgestanzt, auch geprägt, wieder mit den feinen, geraden Linien. Das sieht sehr schön aus. Vorne ein Etikett, dann das Herz ist hier eben aus diesem Element rausgestanzt, hier draufgeklebt mit Dimension. Und so doch sieht man natürlich das Designerpapier im Hintergrund. Das finde ich eine ganz klasse Idee. Das ist super cool. Nimmt einem noch einen Arbeitsschritt ab, weil man das ja schon einmal geprägt hat und dann ausgestanzt hat und macht sich richtig gut mit dieser. Also das ist, ich glaube, man sieht in der Kamera nicht, dass es ausgestanzt ist. Man denkt, das ist aufgeklebt, aber das ist ausgestanzt. Und hier innen auch wunderschön mit den Herzchen und hier unten mit so einer Herzbordüre noch ein Einschubkärtchen reingebaut. Also man kriegt auch viele Grüße unter und das ist auch wieder eine wunderschöne Karte. So schön. Ich pack das nur sicherheitshalber gleich mal gut ein. Und die zweite Karte, die ist auch toll. Hier vorne, das ist ausgestanzt. Hier noch ein paar Herzchen drauf auf dem wieder selber gebastelten Kuvert. Hier haben wir auch wieder ein kleines Kuvert für Geld dabei. Sehr schön. Wieder mit dem gleichen Verschluss. Das ist ein tolles Papier, das gefällt mir gut. Und hier ist es auch wieder, wow, total schön. Also der Hintergrund ist wieder geprägt mit dieser Strukturprägeform. Diese große Blüte einmal ausgestanzt und die Herzen drauf gemacht. Ein Band dazwischen und wieder Celadon und Weiß, also eine ganz tolle Farbkombination, finde ich. Und wenn man die Karte dann aufmacht, nochmal so ein Wow-Effekt. Ich kriege sie gar nicht ganz ins Bild. Also hier oben nochmal gestempelt und die zwei Herzen drauf, wie auf dem Kuvert, ein schöner Spruch. Und hier unten mit so spitzen Rahmen, so ein Einschubfach für die Karte. Auch wunderschön, ganz edel, ganz schick und finde ich cool, wenn dann die Karte noch aufgeht und dann so ein. Die wirkt dann nochmal total toll, wenn man die aufmacht, oder? Also auch eine traumhaft schöne Karte, wunderschön, ganz toll. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara. Und sie macht hier immer so süß, so kleine Klebechen hin, die nicht zu stark halten. So hebt das Kuvert zu und geht nicht mehr so schnell auf. Und man kann es trotzdem leicht lösen und es geht nichts kaputt. Finde ich auch echt cool. Vielen Dank, Barbara, wunderschön. Die nächste Post ist von der lieben Caro. Ich habe noch eine kleine Osterkarte bekommen. Ich weiß, es ist nicht mehr Ostern, aber ich zeige es euch trotzdem, weil es sehr süß ist oder so zum Aufstellen. Eine Aufstellkarte mit dem Häschen drauf. Ganz, ganz süß. Und, oh, das ist auch ein schönes Kuvert. Die erste Karte. Ich finde, das Kuvert ist der Hammer. Das ist hier noch embossed und mit dem Stempel. Caro kann super schön mit diesem Stempelset arbeiten. Das ist, ich bewundere sie da immer wieder, weil sie da immer wieder was Neues rauszaubert, finde ich. Und das immer so toll aussieht. Genau, also die Karte, würde ich sagen, ist fast ein bisschen Vintage angehaucht mit diesem Band. Hinten geprägt, hier nochmal embossed im Hintergrund in Gold für immer und ewig. Ein paar Glitzis. Schön. Und wenn man sie aufmacht, hier oben mit den Federn, das ist natürlich auch cool. Die Schrift, da steht, die schönsten Liebesgeschichten schreibt das Herz. Sehr, sehr schön. Ein Frosch im Hals, sorry. Und hier findet ihr die Materialliste. Wo
Oh, ich muss mal gucken, dass ihr das ganz lesen könnt. Ihr könnt auch Pause machen. Und hier findet ihr die Caro auch auf YouTube. Sie macht Videos unter Häkelscharf kreativ bei Facebook und Instagram. Also schaut da gerne mal vorbei. Die Caro freut sich bestimmt. Einmal. Und die zweite Karte, die finde ich auch sehr, sehr schön. Wieder so ein tolles Kuvert. Mal gucken, dass ich irgendwas nicht zeige. Die zweite Karte ist auch sehr schön. Hier ist der Hintergrund mit diesem Mauer-Design gestaltet. Ich hoffe, ihr seht es in der Kamera gut. Hier oben nicht, also erst ab hier. Da ist das Band so wunderschön drüber gemacht. Auch wieder so ein bisschen Vintage. Die Farbkombination ist toll. Ich würde sagen, das ist Chili. Hier innen nochmal mit den Federn. Chili, ja, genau. Schiefergrau, Grundweiß und Chili. Und hier ist nochmal die Materialliste von Nakaro. Auch hier gibt es ein Video auf YouTube. Hochzeitskarte Mauer mit Herz. Jetzt gucke ich mal, hier steht es wahrscheinlich auch. Genau, auch Grundlage für Hochzeitskarte Mauer mit Herz. Also schaut da ganz gerne mal vorbei. Also finde ich wunderschön. Ich finde hier diese Mauer total cool. Ich weiß noch, also wir haben bei unserer standesamtlichen Hochzeit und bei der kirchlichen, glaube ich, auch vor so einer Mauer Fotos gemacht, vor so einer alten Backsteinmauer. Und das erinnert mich da irgendwie dran. Das finde ich sehr schön. So, wieder schön verpacken. Ich muss ja nachher eh noch ein Foto machen, aber ich möchte nicht, dass ich irgendwo Kleber habe von den Hüllen dann auf den schönen Karten. Vielen, vielen Dank, Caro. Wunderschöne Karten. Die nächste Karte ist von der lieben Steffi. Ich fange einfach gleich mal mit dem Material an, dass ihr das mal seht. Und die Steffi macht auch Videos. Ihr findet sie unter Stempelbienchen. Ja. Und die Karte ist auch sehr schön. Das ist so ein bisschen so eine Rahmenkarte, würde ich sagen. Guck mal, ob da noch was rausfällt. Also hier einmal nochmal stempelbienchen.de und bei YouTube eben auch. Und die Karte finde ich cool. Ich finde das hier unten ganz wunderschön mit dieser Herzstanzung. Das gefällt mir immer wieder total gut. Ich liebe diese Stanze. Und hier eben auch nochmal aufgesetzt, so einen, ich glaube, ihr kennt das, oder? Also hier noch so ein Rechteck und darüber dann so einen Rahmen geklebt, wie so ein Bilderrahmen. Und das eben gestaltet mit den Blümchen und den Schmetterling und ein kleines Schleifchen noch dazu. Also auch total schön. Und ich finde, das ist so eine, einfach wie so eine schöne Bilderrahmenkarte, würde ich jetzt sagen. Mit diesen umstickten Rahmen. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ist in Gold. Ich finde, das ist auch oft vielleicht auch ein Ideengeber, wenn man so Farben wie Silber und Gold einarbeitet, dass man das eben auch zur Silber- oder zur goldenen Hochzeit verpacken kann oder verschenken kann. Da ist das natürlich auch immer eine gute Idee, wenn man dann so ein paar Akzente in diesen Farben natürlich einarbeitet. Vielen, vielen Dank, Steffi. Eine wunderschöne Karte. Jetzt kommt Post von der lieben Nadine. Ich halte euch auch hier die Materialliste rein. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Die Nadine findet ihr auch bei YouTube. Gibt eben auch ein Anleitungsvideo hier. Bei Hängebauchmaus könnt ihr mal gucken. Und das ist auch wieder eine bombastisch schöne Karte. Einmal der Umschlag ganz schick gestaltet. Ich würde sagen, das Pfauengrün, gell? Das ist einfach eine tolle Farbe. Und hier, also das ist echt eine wunderschöne Karte. Hier oben mit diesem Polster, mit dieser Polsterprägung, dieses wunderschöne Papier, da vorne dieses große Ja und Gold und ach, total schön. Das gefällt mir sehr gut. Und dann kann man das hier so aufmachen. Das ist verschlossen mit einem Magneten. Schön. Hier auch wieder dieses Gartenset. Ich weiß nicht, mir fällt immer der Name nicht ein. Und dann kommt schon voll der Wow-Effekt, oder? Also das ist ja eine brutal schöne Karte. Kriegt die gar nicht ganz ins Bild. Also ich halte sie mal so. Diese Form ist auch wunderschön. Und dann hier. Mir fällt jetzt gerade das Stempelset nicht ein. Ich schaue gleich auf die Materialliste. Ewige Zweige heißt es, glaube ich, gell? Die Caro wüsst's. Für alle Zeit, elegant gesagt, ewige Blüten. Heißt es ewige Blüten? Wirklich? Ihr wisst, wie das heißt. Ich habe jetzt gedacht, ewige Zweige, aber ich weiß es nicht genau. Und die Farben sind total schön. Also der Hintergrund, das ist diese Farbe, die ich... Ah, Aventurin, genau.
Also die passt da echt total gut zu diesem Papier. Wunderschön. Und hier unten hat man dann nochmal mit Magnet verschlossen ein Kuvert, wo man Geld reinmachen kann oder vielleicht auch Grüße unterbringen kann, wie man will. Aber für die Hochzeitskarte ist natürlich ein Geldfach toll. Also das ist eine mega schöne Karte. Gefällt mir richtig, richtig gut. Diese Form ist toll. Wunderschön gearbeitet und als so Kuvertform, also wirklich total schön. Wie gesagt, Anleitung findet ihr bei der Nadine. Und ich sage nur, wow, gefällt mir richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank, liebe Nadine. Die nächste Karte kommt von der lieben Andrea. Ich habe auch eine kleine Karte bekommen, total süß. Und ich zeige auch jetzt nochmal gleich das Material, dann habe ich das auf gar keinen Fall vergessen. Da habe ich immer Angst, dass ich irgendwas vergesse zum Zeigen. Und ihr findet die Andrea hier. Effektvolle Tunnelkarte, ganz einfach. Anleitung bei ihr auf dem Kanal, Andreas Kartenwerkstatt. Also ich bin gespannt. Ich habe nämlich noch gar nicht reingeguckt. Das ist jetzt eine Überraschung für mich. Also man kann die hier verschließen. Entschuldigt bitte, ich wollte sie euch vorher noch von nahe zeigen. Also wir haben hier eine ganz schöne geprägte Vorderseite mit dieser Ausstanzung. Also die wirkt schon sehr erhaben, die Karte. Also ihr seht auch, da ist mehr drin. Hinten kann man noch viele Grüße unterbringen. Und wenn man sie dann aufmacht, sehr cool, hat man eben hier diese Stanzung nochmal in so mehr Schichten. Seht ihr das? Also das ist mit diesen Pads, mit diesen dickeren Klebepads gestaltet. Das ist so schön, wie sagt man das, dass das so schön erhaben ist und so schön standhaft ist. Und dann hat man hier dieses wunderschöne Fenster mit diesem Gruß zur Hochzeit, alles Liebe. Auch hier an der Seite wieder. Hier noch ein schöner Spruch. Also total schöne Karte. Es ist so ein bisschen wie eine Tunnelkarte, aber auch ein bisschen einfacher gestaltet, also oder ein bisschen gleichmäßiger von der Ausstanzung zum Beispiel auch. Schön, oder? Also coole Karte. Es macht halt nicht so, bei der Tunnelkarte geht es ja oft mit dieser Öffnung so auf irgendwie, vom Gefühl her. Und das ist eben bei dieser Karte fest fixiert. Man hat hier eben so einen Rahmen gemacht und das ist schon sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Andrea. Gefällt mir auch wieder sehr gut. Ganz schöne Karte. Und auch hier wieder, also ich liebe ja dieses Lodengrün und das Celadon und das sind echt meine Lieblingsfarben aktuell und ist natürlich cool, dass es euch auch ähnlich geht, weil ihr natürlich die Farben auch sehr stark verarbeitet in euren Karten. Die nächste Post ist von der lieben Franny und das ist auch so eine schöne Karte. Ich dachte, ich mach dir mal eine Karte. Einfach dieses Designerpapier. Dieses Horizonte-Papier, ich liebe das ja wirklich. Einmal geprägt. Seht ihr das? Also und dann noch ein bisschen bestempelt. Und dann sieht es aus, wie wenn man den Hintergrund komplett selber gemacht hätte. So würde ich sagen, ist die Karte gemacht. Ich hoffe, ihr habt recht. Und das sieht wirklich so aus. Hast du das? Also das muss schon dieses Papier sein. Hoffe ich nicht, dass ich jetzt da was, dass du das selber gemacht hast. Das könnte natürlich auch sein, dass das Aquarellpapier ist. Also es sieht auf jeden Fall so wunderschön aus wie das Designerpapier von den Horizonten. Ganz cool. Und die Karte ist auch so wunderschön. Also einmal ein ganz tolles Kuvert dazu gestaltet. Und die Karte gefällt mir total gut. Also hier im Hintergrund der Hintergrund ist geprägt mit der Schrift. Und dann diese wunderschönen Blümchen so ganz. Die Karte ist so richtig frühlingshaft und locker und leicht, finde ich. Die schwebt so mit diesen ganz zarten Blumen. Ich hoffe, ihr seht das auch. Die sind natürlich auch ein bisschen erhaben, aufgeklebt. Und dann ist der schöne Spruch noch embossed. Also total toll. So eine richtig schöne Karte. Und wenn man die dann aufmacht, sieht man hier, wir wünschen euch einen Tag voller Liebe und schöner Erinnerungen. Das ist da drauf embossed. Nein, das ist gestempelt. Und hier diese Blümchen auch gestempelt. Und dann eben noch auf die Innenseite eben auch noch mit diesen tollen Stanzformen. Das ist so eine leichte Karte, irgendwie so vom Gefühl, so eine locker leichte, frische Karte. So richtig toll. Und die Franny hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Ihr findet sie unter Liebstes Grün. Schaut doch gerne mal vorbei. Ich muss aber sie Werbung machen für euch, Mädels. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Okay, die nächste Karte ist von der lieben Beate. Da haben wir auch wieder ein schönes Kuvert.
Süß auch innen mal ein bisschen was Ausgestanztes reingebaut. Und die Karte ist auch wunderschön. Das ist keine Stanzform von Stampin' Up. Da ist auch wieder dieses wunderschöne Ja, das die Nadine eben auch hatte. Aber das macht die Karte, die ist auch so richtig, weiß nicht, die hat so stimmig einfach. Mit diesem Hintergrund, das ist einfach süß. Wenn man jetzt hier aufmacht, das ist auch sehr edel, ist hier eben auch noch der Innenteil mit diesem Pergamentpapier gestaltet. Entschuldigung, ich war jetzt gar nicht richtig im Bild. Ich mache es nochmal auf. Hier innen so ein Auto noch. Und die Herzen, also da kann man auch noch viele Grüße unterbringen. Und dieser Effekt eben mit diesem bestempelten und embossten Innenteil, das ist natürlich auch total schön. Außerdem ist hier noch so ein kleiner Anhänger mit einem Herz und mit so einem weißen Band, das natürlich dann eben dieses Pergamentpapier an Ort und Stelle hält. Und sie hat geschrieben auch noch ein großes Dankeschön an die Andrea für die Erklärung und die Idee. Ich glaube, es ging um das Embossen auf der Innenseite, oder? Genau, und hier ist noch die Materialliste. Also sie hat geschrieben, bessere Erklärung und auch die Idee von Andrea Steiners Kanal. An dieser Stelle nochmal danke an Andrea. Also Andrea von Andreas Kartenwerkstatt. Hat sie inspiriert. Schön, oder? Okay, und jetzt kommen wir nochmal zu zwei wunderschönen Karten. Die sind von der lieben Petra, also Petze. Ich zeige euch einmal die erste Karte. Das ist diese hier. Da ist das Materialpaket sozusagen. Hier gestempelter Umschlag. Die Farbe ist Fräsienlina. Und die Petra hat hier, also das ist, finde ich, wäre auch eine coole Karte für eine Silberhochzeit. Irgendwie wegen dem silbernen Rand, aber auch so, ich weiß nicht warum, das ist, keine Ahnung, das spricht mich so an. Im Hintergrund ist es embossed und dann eben mit den Gänseblümchen stanzen zwei schöne Blumen drauf gemacht. Hier vorne auch nochmal herzlicher Glückwunsch. Innen drinnen mit dieser Stanzumrandung noch einen Einleger gemacht. Ich hoffe, ihr seht es. Ein bisschen noch gestempelt als Spruch. Und es glitzert ganz, ganz fest. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und da kamen noch die Blumen, die glitzern ganz, ganz wild. Wunderschön. Also die erste Karte, eine ganz tolle Idee. Wenn man jetzt das Embosste weglassen würde, könnte man vielleicht die Karte auch ein bisschen schneller gestalten. Man könnte es ja stempeln, wenn man jetzt sagt, man bräuchte eine schnelle Kartenidee. Könnte man die auch ganz gut benutzen. Das Embossen nimmt natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber es ist eine gute Idee, finde ich, mit den. Ich liebe es immer, wenn man Stanzen hat, dann kann man eben auch einfachere Karten machen. Schneller gestaltet, wenn man mal was Schnelles braucht. Und die zweite Karte. Glückskranich ist das Set. Die ist hier auch. Boah, die ist auch cool. Die hat also erstmal ein ganz großes Format. Und dieser Hintergrund ist, finde ich, richtig cool gestaltet. Also dieses Kranich-Set ist da wohl verarbeitet. Also diese Stanzteile, da gibt es ein Stempelset dazu. Und da ist dieser Hintergrund so schön gemacht. Seht ihr das? Das wirkt total toll. Auch hier wieder hinterlegt mit einer Mattung. Ringe ausgestanzt, die Schwäne. Sehr schön, oder? Sehr edel. Zur Hochzeit. Und auch hier. Der Hintergrund ist quasi gemattet und durch die Schanzung wirkt es hier noch so ein bisschen durch. Das macht sich auch sehr, sehr gut. Also auch eine ganz edle Karte. Hier auch nochmal ein bisschen mit Blending Pens, würde ich sagen, um dieses zur Hochzeit rum gearbeitet. Also auch eine ganz, ganz tolle Karte. Sehr edel, finde ich. Schön. Vielen, vielen Dank, Petra. Gefällt mir auch sehr gut. Und auch hier übrigens das Kuvert auch sehr schön gestaltet. Genau. Ich glaube, ich habe jetzt alle. Ich hoffe es zumindest. Ich habe nämlich ganz, ganz viel Post noch da liegen. Aber das ist schon fürs nächste Thema, weil ich bin ein bisschen zu spät. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich lege jetzt einfach mal so ein bisschen die Karten ins Bild. Wobei es sind heute wieder sehr, sehr viele. Ich kann, glaube ich, gar nicht alle reinlegen. Ich mache es mal so. Ich möchte mich an dieser Stelle wieder ganz herzlich bei meinen wunderbaren Teamies bedanken für eure Inspirationen. Und ich hoffe, dass für euch Zuschauer einfach schöne Ideen dabei waren und ihr
bestimmt gerne ganz viele Karten davon nachbasteln wollt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim selber ausprobieren, beim Zusammenbauen. Vielleicht nehmt ihr von der Karte was und von der Karte was und von der Karte was und baut da was Schönes draus. Und genau, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne einen Daumen hoch geben. Da freuen wir uns natürlich drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Kreativiert was Neues, bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf euch. Tschüss!